Herzlich willkommen zum Part 000 von meinem neuesten Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar, ihr habt es ja eh schon oben in der Videobeschreibung gesehen, TESV Feed MTG. Wunderbar, wer kann sich jetzt was drunter vorstellen? Wahrscheinlich die wenigsten. Das heißt so viel wie The Elder Scrolls 5 Skyrim featuring Magic the Gathering. Ha, und jetzt nicht wegschalten, weil Skyrim Let's Plays gibt es ja schon genug auf YouTube, da gibt es schon viel zu viele. Ja, weiß ich selber, ich mache trotzdem eins. Aber der mich kennt, der weiß, das wird sicher kein normales Let's Play, das wird einfach nur awesome. Ja, ich sitze jetzt schon ungefähr 2 Wochen an der Customization des Spiels und Leute, ich glaube, das wird geil. Ich glaube, das Spiel wird richtig geil. Ich habe es nämlich auf Realismus getrimmt. Ja, so ein bisschen Fantasy meets Realism. Also, es ist auf jeden Fall Hardcore zum Spielen. Skyrim selbst war mir ein bisschen zu langweilig. Beziehungsweise die Geschichte fand ich ja gar nicht schlecht. Die Geschichte ist gut, die ist super, da habe ich keine Einwände dagegen. Deswegen habe ich auch die so gelassen, wie sie ist. Das heißt, wenn jemanden die Geschichte interessiert und er kennt sie schon, dann kann er ruhig wieder abschalten. Die Geschichte ist unverändert. So, was jetzt aber komplett verändert wurde, ist das Gameplay. Das ist nämlich, ja, da hat es ein ganzes Overhauling gegeben. Da steuern jetzt mehr als 30 Mods, steuern jetzt hier zu ihren Beitrag und Leute, es ist einfach nur mehr geil. So viel kann ich euch jetzt schon versprechen, es wird Hardcore. Es wird wirklich nur Hardcore. So, ja, was bedeutet jetzt, toll, Skyrim, ja, was bedeutet jetzt Featuring MTG? Magic the Gathering. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich schon ein Skyrim Let's Play mache, dann fange ich es auch nicht an wie üblich, sondern fange ich es auch ganz anders an als andere Let's Player. Ihr kennt mich. Ich brauche immer eine Extra-Wurst hier. Da kann ich ja nicht so einfach. So, und deswegen habe ich euch einfach mal 8 Charaktere zur Auswahl gestellt. Und zwar 8 Planeswalker aus dem Magic the Gathering Let's Show, unter anderem Ajani Goldmane, Chandra Nala, Elspeth Tyrell, Garuk Wildspeaker, Chase Bellerin, Liliana Vessinis Arivane und Sorin Markov. So, und ihr könnt dann aus allen 8 Charakteren wählen. Ich stelle sie eh gleich nochmal vor. Und ja, ihr könnt dann jeden Charakter dann anklicken und sozusagen dann mit einem Daumen hoch für den dann voten. Ihr kommt dann sozusagen in ein extra Video, da könnt ihr dann denjenigen einen Daumen hoch geben und für den voten. Und mit demjenigen, was sozusagen dann am Ende rauskommt, mit dem spielen wir dann. Ja, und wir werden natürlich dann auch so spielen, was sozusagen dann dieser Planeswalker, dieser Charakter dann verkörpert. Das heißt, würde zum Beispiel herauskommen, wir spielen mit Chandra Nala, die Feuermagierin. Dann werden wir natürlich auch in Skyrim dann eine Feuermagierin, blöd gesagt jetzt Chandra Nala natürlich, spielen. Das heißt, wir spielen dann keinen Krieger oder sonst irgendwas, wir spielen dann eine Feuermagierin. Ja, das ist ganz einfach und grob erklärt. So, und jetzt geht's aber weiter kurz zu den Charakteren, die kommen jetzt. Als ersten hätten wir da Ajani Goldmane, der Khajiit, der für das Gute kämpft. Ein Nahkämpfer, der entweder mit Axt oder Schwert oder was auch immer die Feinde, das Böse aufs Korn nimmt und für Gerechtigkeit kämpft.
Als zweites hätten wir Chandra Nala, die Rotwadrone, die Feuermagierin. Ihr liegt alles am Herzen, was heiß ist, was brennt. Feuersbrünste, Feuerbälle, Feuerschwerter, egal. Feuer ist ihr Metier. Als drittes haben wir Elsbeth Tyrell, die Verfechterin des Kaiserreichs, zum Ritter geschlagen. Kämpft sie für das Kaiserreich gegen die Sturmmäntel, die Truppen der Nord, um die Aufstände in Himmelsrand niederzuschlagen und zu vernichten. Als vierten hätten wir Garruk Wildspeaker, den Barbaren. Er scheißt auf Magie, Hauptsache er hat kalten, harten Stahl in seinen Händen. Stahl, der zu einer scharfen, schweren Axt geformt ist. Und wehe, er hat schlechte Laune. Als fünftes im Bunde Chase Bellerin. Mit Eismagie und des menschlichen Willens manipulierend, schlägt er sich durch die Feinde Himmelsrand. An sechster Stelle Liliana West, die Dunkelmagierin, die Totenbeschwörerin, dunkle Magie, Beschwörungen. Das ist ihr Werk, selten selbstkämpfend, doch kämpfen lassend. Als siebtes mit dem Bunde Nissa Revane, die Waldelfin, mit Pfeil und Bogen und Dolch bewaffnet, geht sie auf die Jagd nach Tier oder Mensch. Auf jeden Fall hat sie es faustdick hinter den spitzen Ohren. Als letztes mit dem Bunde Sorin Markov, ein Dunkelelf-Vampir. Ein hinterlistiger Vertreter seiner Art. Aus dem Schatten lauert er seinen Feinden mit dunkler Magie und Giften.